Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Victorian Dollhouse. Wir bauen unser Puppenhaus. Uiuiui, es gibt auch noch so viel zu erledigen. Und ich freue mich riesig wieder über eure Resonanz und Kommentare bezüglich des wunderschönen türkisen Badezimmers, was ja so ein bisschen Thema Grün-Türkis bekommen sollte. Und es ist wirklich gut angekommen und das freut mich natürlich immer sehr zu lesen und zu hören. Ja, und heute machen wir mit dem weiteren Zimmer auf der Etage hier weiter. Ja, das ist dieses hier und das wird das Elternschlafzimmer. Das wird ein wunderschönes Träumchen aus Bläuchchen. Wir schauen mal, was uns so zur Verfügung steht und welche Betten überhaupt farblich so ins Thema passt. Ich dachte ja erst, wir können wirklich so ein bisschen barock-viktorianisch in die Richtung weitergehen, aber ich bin mir da noch nicht so sicher, denn die Betten, die so in den Stil ein bisschen reinpassen würden, sind entweder hier mit so dunklem Holz oben oder zu modern oder einfach haben keine schöne passende Variante irgendwie, die mir dann gefällt oder wie. Also ich meine, das wäre noch eine Möglichkeit, aber ich weiß nicht, das ist mir für mich immer so dieses Vampirbett. Und obwohl ich ja eigentlich hier ein bisschen so in dieses Ausgefallenere gehen wollte, hätte ich das Bett zum Beispiel hier sehr gerne genommen aus Werde berühmt. Aber das gibt es wirklich in keiner Ansatzweise guten Farbe, die irgendwie passen würde. Denn ich möchte wirklich den Anstrich so lassen und das wäre wieder sehr türkislastig. Und das haben wir ja schon, das Thema. Und bevor wieder zu viele von euch sagen, Tanja, du hast ein Türkisproblem. Nein, 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 ich habe kein Türkisproblem. Ich habe nur eine Vorliebe für Türkis seit meiner Hillview Mansion. Deswegen schauen wir da einfach mal ein Stück weiter. Ich hätte da aber auch schon ein anderes Modell im Kopf. Und da habe ich mich gerade gewundert, warum das hier nicht angezeigt wurde. Das müsste nämlich aus Hunde und Katzen sein. Ich meine, das ist auch ein wunderschönes Bett, aber auch von den Farben etwas schwieriger. So, wartet mal. Sehr schön vom Bettbezug, aber mit dem Grau. Wie sieht es denn hiermit aus? Es ist vielleicht ein bisschen moderner, als ich mir erst gedacht habe. Aber es würde sehr gut hier reinpassen. Wir stellen auch erstmal so ein paar Sachen hier hin, die ich generell gerne in dem Zimmer haben möchte. Und dann fangen wir wieder an zu puzzeln. Ihr kennt das Spielchen ja. Ich schaue dann immer, wie das ungefähr alles so seinen Platz bekommt. Und dann gucken wir auch weiter. Da schauen wir mal. Ich finde das ja immer so schön, obwohl es die schlechtesten Slots der Welt hat. Das werde ich euch dann später demonstrieren, falls es stehen bleibt. Was sich natürlich hier auch mega anbieten würde, wären diese offenen Kleiderschränke, ne? Da ja auch in dem Puppenhaus alles so ein bisschen zugänglicher sein muss. Jetzt müssen wir nur sehen, ob wir die Grätsche hier mit den Farben bekommen, denn ich weiß, passt auf, es gibt es in Blau, aber das passt null zum Bett, auch nicht zu den Tapeten. Und ich würde fast sagen, dass wir bei diesem Farbschema bleiben. Jetzt muss ich mich nur mal entscheiden. Das nehmen wir, weil das hat blaue Schüchen in der Ecke. Und welches es davon sein soll, auch wieder mit dem bisschen Blau drin. Dann können wir vielleicht so eine kleine Ecke da hinten machen, wo so offene Kleiderschrank-Sachen hinkommen. Irgendwie so, ne? Gucken wir mal, ob es nachher noch Sinn macht. Und was natürlich zusätzlich auch noch schön wäre, ein Spiegel. Und ja, das ist aber auch wieder schwer. Haben wir da was mit Blau? Ich meine, der könnte so ein bisschen hier der Übergang vom Stil sein, ne? Weil manchmal möchte ich es doch ein bisschen verschnörkelt hier haben. Aber ich glaube, mit dem Spiegel gucke ich relativ zum Schluss. Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Aber was ich doch gerne haben möchte, weil ich ja gesagt habe, vielleicht können wir das doch alles ein bisschen tierfreundlicher hier machen. Und wir haben ja schon mal so ein paar Schlafplätzchen für die Kleinen. Können wir vielleicht doch auch noch mal sowas hier in dem Schlafzimmer dann platzieren. Vom Stil her können wir noch gucken, ob sich das dann irgendwie anbietet oder nicht. Weil wir haben ja später auch noch die Flure. In den Fluren können wir auch noch ein paar Sachen unterbringen. Vielleicht dann, wenn wir das direkt für beide Haustiere klassisch machen wollen, dann vielleicht hier noch einen Kratzbaum dann mal hin auf der einen Etage oder sowas. Was würdet ihr davon halten? Sollen wir wirklich hier in unserem Puppenhaus auch noch genügend Platz für Haustiere einräumen? Das fände ich irgendwie süß. Wir haben die Möglichkeit, es würde weder stören noch irgendwie nicht passen. Es wäre eigentlich eine schöne Sache, die das noch alles abrunden würde. Okay, jetzt schaue ich mal einmal weiter. Ich gehe doch noch mal einmal zu den Zimmern. Ich glaube, ich muss einmal hier schon in einen anderen Bereich vordringen. Ich muss jetzt einmal mich hier absichern, bevor ich mich nachher darauf
versteife, dass das da alles passen könnte. Lasst mich mal gucken, wie unsere, ja, gefakten, wie soll ich das sagen, unsere Kleiderschränke. Aber wie gesagt, die anderen Sachen sind ja machbar. Ich würde das auch gerne hier höher haben an der Stelle. So. Ja, das geht sogar. Ist zwar so eine Mitabtrennung, aber kann ja trotzdem sein. Kriege ich das noch einen Ticken höher? Nee, das sieht wieder komisch aus. Lassen wir es so. Dann ist das genau richtig hier. Da wird es ein bisschen kleiner. Doch. Doch, das könnte gut aussehen. Ja, das könnte hinhauen. Das wäre eine Möglichkeit. Und vielleicht kann man sogar es so machen. Man sieht die Schuhe ja oben noch und hier kann man ja richtig an den Schrank gehen. Wenn wir Glück haben, könnten die trotzdem diesen Teil noch benutzen. Da ist zwar jetzt unten, lugt da so ein bisschen das Gelbe durch, finde ich aber gar nicht so schlimm. Können wir später mal gucken. Ich könnte es vielleicht verschwinden lassen, aber ich will eigentlich hinten noch den Spiegel haben. Müssen wir mal gucken. Oder ich müsste, wenn später die Theken alle einen Ticken vorziehen. Aber ist vielleicht dann auch blöd. Lass mich mal schauen. Ah doch, das geht. Das geht. Hier machen wir das dann auch. So. Ja, herrlich. Was nicht passt, wird passend gemacht. Denn ich finde immer schön, dass hinten der Spiegel wirklich dann noch dahinter ist. Das macht das auch nochmal alles lockerer. Und ich glaube hier für die... Damit fangen wir jetzt doch mal an. Ich möchte das Bett nicht direkt an die Wand stellen. Nein, das möchte ich, glaube ich, nicht. Dafür muss ich jetzt nur einmal noch was schauen. Das müsste aber so hinhauen. Ja, doch, das haut, glaube ich, so hin. Dann soll es so sein. Jetzt muss ich nur mal schauen. Dann gehen wir hier unter diesem Bereich. Genau, wir machen hier einfach eine riesige Treppe rein. Warum nicht? Nein, und zwar das ist, glaube ich, bei den hier. Genau, das habe ich doch gesucht. Pass mal auf, jetzt müssen wir ein bisschen basteln. Es geht wieder los. Wenn ich einmal anfange, hier dieses Organisationstischchen auszupacken, dann kann es nur interessant bei mir werden. Also, wir gucken einmal, wo ich den hier haben möchte. Ich glaube, der sollte später hier so hin. Na? Übrigens auch nicht schön, dass die hier in der Ecke so drin verschwinden in der Kante. Ich überlege noch, ob ich jeweils immer an den Scharnierpunkten von unserem Puppenhaus andere Säulen hinsetze, weil das ist ja echt hässlich, wie die da drin verschwinden in der Wand. Ist mir bisher gar nicht so aufgefallen, aber wenn man einmal den Blick dafür hatte, nervt es dann doch ziemlich. Okay, ich glaube, ich möchte das doch noch ein Stück rübersetzen. Und zwar habe ich hier Linien. Deswegen habe ich auch oft meine Gitter an, auch wenn es manchmal die Leute nicht mögen beim Zuschauen. Aber die Dinger sind doch oft sehr hilfreich, um Symmetrie zu schaffen. Und das versuche ich jetzt hier mal direkt hinzubekommen. Ich glaube, ich kann die alle auch ein bisschen mehr nach hier ziehen. Also nicht wundern, warum das Bett da gleich mit drin steht. Aber das sollte besser hinhauen. Ich ziehe die direkt nach vorne. Weil ich das schon kenne, wenn ich später jetzt da Lampen platziere, passt mal auf, holen wir uns mal welche. Wenn wir da schöne Nachttischlampen platzieren, wie zum Beispiel die hier. Genau, so. Wenn ich da nicht genau aufpasse, hängen die zu sehr in der Wand. Okay, so können wir es trotzdem machen. Das geht schon mal. So. Sehr schön. Und damit das hier hinter klasse aussieht, werden wir das mal so versuchen. Ich gucke mal von der Höhe. Nee, mach mal einen runter. Damit wir so einen richtig schönen Abschluss da haben. Ja, jetzt muss ich das nur ein bisschen besser hier anpassen, damit das sich auch schließt, weil ich möchte hier kein drittes Stück hinsetzen. Deswegen muss da ein wenig gebastelt werden. Aber das kennt ihr doch schon von mir. Ja, jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier reingehen können. Ich meine, so wäre auch lustig. Dann haben wir das direkt hinten mit der Fassade, ne? Total passend dann.
Das ist ja auch nochmal was ganz Neues. Ja, das lasse ich so. Ich meine, ich fand das schön, dass das Holz sich eigentlich hier absetzt, aber so ist eigentlich auch cool. Bin ich jetzt so ein bisschen hin und her gerissen? Ja, aber so hebt sich schöner ab. Also, das ist eine coole Möglichkeit, müssen wir uns mal für die Zukunft merken. Vor allen Dingen, wenn wir mit verschiedenen Farben arbeiten möchten. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel da nicht weiß hätte, sondern irgendwie pink oder türkis. Aber ich lasse es jetzt so. Das finde ich dann doch ganz stimmig. Doch, das gefällt mir sehr gut. Dann kommt der Tisch, also beziehungsweise kleine Schrank hier noch ein Stückchen weiter rüber. Und dann kann man vielleicht hier an der Seite schön ein bisschen Schnickschnack hinsetzen. Das wäre dann direkt eine sehr schöne Option. Dann gucken wir mal. Ich wollte schon wieder die Pflanze nehmen, die haben wir aber unten stehen. Das ginge hier oben, haben wir aber im Bad schon. Ich versuche ja natürlich immer Vielfalt reinzubekommen. Und Beleuchtung, wunderschöne Beleuchtung. Für alle, die sich natürlich fragen, warum manchmal die Lichtverhältnisse in so unserem Puppenhaus anders sind, ne? Ich lese es halt immer mal wieder in den Kommentaren. Ja, das liegt natürlich daran, dass die Bude hier offen ist, ne? Also ist natürlich hier ein bisschen luftig. Aber wie gesagt, derjenige von euch, der im Winter spielen will, der kann natürlich hier wieder das Puppenhaus zumachen. Aber man kann es ja auch sonst an sonnigen Punkten hinstellen, ne? Also das fände ich auf jeden Fall auch eine super süße Idee. Und ich weiß, ihr seid doch alle total kreativ. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ihr habt da richtige Ideen später für, was man damit machen kann. Und ich muss so einfach sagen, dass das Projekt so viel Spaß macht. Ich war da ein bisschen eher skeptisch, ob ich mir sowas gut vorstellen kann, die richtigen Sachen zum Umsetzen finde. Aber es macht wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Und deswegen ist es dann trotzdem immer total süß zu lesen, wenn dann wieder der ein oder andere Realist da vor der Glotze sitzt oder vom was auch immer, wo ihr es mich hier guckt. Ne? Habe ich ja auch schon die verschiedensten Wege gesehen, vom Computer über Fernseher, Leinwände, Handy. Genauso wie ich es dann privat mache. Aber das ist natürlich immer total interessant, wenn ihr dann auch so eure Ideen und ja, Blickwinkel einfach damit reinbekommt. So, jetzt überlege ich, das noch alles hier so ein bisschen abzugrenzen, so einzurahmen, um es mal zu sagen, weil ich bin ja immer der totale Fan, wenn man ein bisschen was hier an der Optik machen kann. Und das sollte hier funktionieren. Ups, das war ein Ticken zu viel Optik. Muss ich manchmal ein bisschen aufpassen. Aber dieses Teil ist auch wirklich der absolute Hammer. Mit Zeit für Freunde, wenn mich nicht alles irrt, haben wir diese, ja, was ist das? Säule. Nennen wir es mal Säule bekommen. Und mit dem Teil habe ich schon so einiges gebaut bekommen. Und wenn wir da jetzt gleich nämlich noch irgendwelche Gardinen mit integrieren, könnte das, boah, das passt ja hier genau. Ich flippe aus. Ja, schaut mal, das passt genau hier zusammen. Das passt genau übereinander. Jetzt muss ich das nur noch hier noch einen Millimeter genauer platzieren. Luft anhalten. Ja, herrlich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wenn jetzt die Tapete noch an der richtigen Stelle wäre, okay, da wäre es, aber dann ragt die oben leider raus. Oder haben wir irgendeine, die da genau reinpasst? Können wir später mal gucken. Wäre natürlich geil, das nochmal so richtig abzuheben. Aber jetzt sieht das alles so richtig wie ein Stück aus, so gewollt und ja, herrlich. Sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich immer mehr. Und jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Wir müssen natürlich wieder Gardinen verkleinern. Aber jetzt muss man auch wieder die passenden finden. Wie sieht es denn hier aus? Oh, so, die könnten auch interessant sein. Aber die kriege ich von der Größe nicht hin. Da müssen wir wieder ein bisschen mehr raussuchen. Welche könnten denn da passen? Ich denke mal, es sind wieder die von Hunde und Katzen. Auch wenn wir die schon ein paar Mal jetzt gesehen haben in diesem Haus. Aber die hatten halt den einen Inneneinrichter, der denen so ein geniales Angebot für das ganze Haus hier gemacht hat. Da konnten meine Sims nicht Nein sagen. So ist das halt. Okay, dann kommen die hier erstmal vor. Ich merke auch mittlerweile, wir haben überall diese Art von Gardinen gesetzt, nur nicht unten in der Küche. Und in der Küche überlege ich auch wirklich nochmal, um die Farbe irgendwie abzuheben, ob wir da vielleicht irgendwie nochmal die Farbe von den Gardinen ändern.
weiß ich noch nicht so genau. Aber wir haben fast überall eigentlich dieses Design genommen. Jetzt wäre die Frage, soll ich da ein bisschen mehr mischen oder die vielleicht dann doch anpassen? Fragen, die die Sim-Welt begeistern und interessieren, hoffe ich. Ich lese euch wieder dann, ne? Und wundert euch nicht, manchmal dauert es halt auch ein bisschen länger, bis ich antworte und manchmal ist es relativ schnell. Das liegt einfach immer daran, wie ich gerade Zeit finde, wann ich, weil ich lese eure Kommentare wirklich nie husch husch, ne? Wenn ich dann sozusagen gerade mal eine Minute habe, sondern ich nehme mir da wirklich gerne Zeit für. Und solange ich die dann nicht habe, kann es dann auch schon mal ein paar Tage dauern, dass ich dann schon mal in so ein bisschen Verzug gerate mit den Kommentaren. Aber ihr wisst ja halt, so ist das normale Leben, ne? Man hat ja noch ein reales Leben neben dem Simlischen und deswegen kann es schon mal da ein bisschen zu Zeitverzögerungen kommen. Okay, das gefällt mir jetzt von der Aufteilung schon mal sehr. Jetzt überlege ich, ob wir hier diesen coolen Spiegel unterkriegen. Gibt es den? Den gibt es in Blau. Ja, sehr schön. Der kommt, glaube ich, hier ins Eck, so ein bisschen anschrägen. Und was haben wir denn noch fürs Nachttischchen? Fürs Nachttischchen. Oh, ein Körbchen. Was wäre denn damit? Ein Körbchen. Das kriege ich doch bestimmt wieder irgendwo unter. Mal gucken. Und was haben wir noch? Was haben wir hier noch Schönes? Ich wäre ja erstmal für sowas wie, passt mal auf, dann gehen wir hier gucken. So kleine Pflänzchen, die da hingestellt wurden. Hier haben wir doch bestimmt was in Blau und irgendwie noch was, was auch noch hier so reinpasst vom Stil. Genauso zwei verschiedene Farben und vielleicht eine Uhr. Eine Uhr. Haben wir ja leider nicht so viele für den Nachttisch. Wäre eigentlich mal ein modernes Modell auch eine coole Sache, oder? Ich finde irgendwie, das wäre auch was. Mal so eine modernere, so ein Wecker. Wir haben ja wirklich eigentlich nur hier diese alte, ne, und die hier noch. Die erinnert mich immer an Schöne und das Biest übrigens. Wenn die in dem Stil wie die weiße wäre, aber mit dem Ziffernblatt. Das sieht aus wie von Schöne und das Biest. So. Okay. Nee, sonst die Sachen, die brauchen wir hier nicht. Da gehen wir da mal wieder raus. Aber das ist, gefällt mir schon mal so von der Aufteilung sehr gut. Ich glaube, es ist auch mal wieder Zeit für das neue Bild, was wir mit dem Patch bekommen haben. Und zwar gibt es da ein Design, was hier gut hinpassen könnte. Mal schauen. Ja, herrlich. Ein angelehnter Bilderrahmen. Ich flippe aus. So, und da kommt das Körbchen hin. Und da setzen wir doch wieder was rein. Vielleicht kann ich ja mal diesmal was anderes reinsetzen, aber ist ein bisschen schwierig, ne? Weil die Sachen da immer reinpassen. Ja, aber so ein Teddybär im Elternschlafzimmer ist ja auch komisch, wenn der da drin sitzt. Der kann ja mal ein anderes Kätzchen ins Körbchen setzen. Was haltet ihr denn davon? Da muss ich nur mal gucken mit den Slots, dass ich mir vorher hier irgendwie eine kleine Katzen... Jetzt schaut euch das an. Davon gibt es so viele Slots. Diese Position ist einfach so komisch hier bei diesem Schränkchen. Ich finde ja auch immer, die sieht ein bisschen aus, als ob die kleine Maus hier schielt. So. Mal gucken. Und wenn ich die kleiner mache, dann sitzt die Maus im Körbchen. Okay. Vielleicht drehe ich langsam etwas durch, aber ich liebe mein kleines Körbchen. Das ist da, das gehört da gut hin. Und ich weiß auch, dass viele von euch das mögen. Von daher bin ich da komplett überzeugt von. Was könnten wir noch Schönes da oben hinstellen? So ein paar Fläschchen oder irgendwas so. Hier sowas, diese Cremes. Die sind doch eigentlich noch ganz cool. Die passen da auch wenigstens hin. Und für hier, ja, da wären eigentlich die Kerzen jetzt wieder eine coole Idee. Auf beiden Seiten. Und in die Mitte müsste dann später noch was schön. Ich meine, da könnte man auch einfach hier so das Bücherregal hinstellen. Das passt da immer sehr gut hin. Es versteckt sich zwar so ein bisschen, aber vom Style her eigentlich eine coole Nummer. So, und dann haben wir wieder so leicht diesen Farbtupfer da wieder in dem Zimmer. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Doch, es wird. Wir haben wieder schön Schnickschnack dazu gepackt und das ist schon mal ganz gut bisher.
Ja, das ist sehr schön. Hier drüben gucke ich jetzt einmal, was könnten wir denn da noch Schönes hinpacken? Oh, hier dieser Nagellack, kriege ich den da irgendwo unter der... Manchmal geht es ja vom Slot irgendwo hin, aber manchmal auch gar nicht. Okay. Ich glaube aber, das Erste, was ich hier drüben möchte, ist nochmal eine schöne Tischlampe. Denn das haben ja wirklich viele, wenn Leute was in ihren begehbaren Kleiderschränken haben, dann ist es doch wirklich oft nochmal extra viel Licht und irgendwelche pompösen Lampen. Da könnte da mein Leuchtturm. Ja, der wohnt jetzt da oben. Und ich muss endlich mal wieder mein Lieblingspflänzchen hier platzieren. Wo ist es? Mein liebstes Tischpflänzchen. Der Zweig der Heiterkeit. Oh ja, du bringst mir viel Heiterkeit. Der kommt auch da oben hin. Oh, das wäre eine interessante Sache. Das kann ich vielleicht später nochmal als frischen grünen Hingucker irgendwo platzieren. Und bleiben wir nochmal bei der Beleuchtung, weil ich glaube, da sind auch diese süßen... Wo seid ihr? Nein, nicht du. Hier. Die passen natürlich auch mega gut hier hin. Alles so für den Ankleidebereich. Und jetzt gucken wir nochmal unter Deko, ob wir noch irgendwas machen können, was mehr so mit Richtung Bekleidung zu tun hat. Aber es wird schwieriger. Ich möchte hier eigentlich keine Klamottenhaufen hinschmeißen. Hier hätten wir nochmal die Wäsche, aber die liegt ja eigentlich drüben im Badezimmer, ne? Fein säuberlich. Fein säuberlich im Badezimmer. Hier könnten wir nochmal was Cooles mitprobieren. Lass mich mal von den Farben gucken. Da können wir was mitmachen. Und zwar schön hier, das würde ich nämlich auch so machen. Ich nutze auch jeden Zentimeter Platz, habe ich bei mir auch unter meiner Spiegelkommode. Schön mal ein paar Kartons noch darunter stellen. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, Achtung, zack, zack, nein, nein, es haut nicht hin. Und wieder vor lauter Verzweiflung den falschen Knopf gedrückt. Nee, es ist leider nicht so, wie es sollte. Ich gucke gerade mal, wenn wir das größer machen. Aber dann ist es leider auch nicht mehr schön, ne? Ach, schade. Ach, schade, schade, meine Lieben. Ich habe echt gedacht, es haut noch hin. Aber das geht nicht. Wäre ja zu schön gewesen, um wahr zu sein, wenn das da oben noch hingepasst hätte. Aber immerhin. Etwas haben wir geschafft. Und das ist auch schon mal ein Fortschritt. Hier ist ja die Tür. Da drehe ich einmal den Türknauf, dass die in die Richtung aufgeht. Da ist ja sogar, ups, der Türknauf in der richtigen Farbe. Boah, Spiel, ey. Reg dich mal ab hier. Was ist denn das hier schon wieder... Links, rechts, hoch, runter, zack, zack. Da kann man ja gar nicht mehr richtig hier steuern. Ja, ist nicht. Die Tür gibt es heute nicht zu sehen. Das Grundstück ist das Problem. Ich habe nämlich das Puppenhaus woanders hingestellt. Da ging es besser, aber ich wollte sich wieder alles umstellen für die Aufnahme. Aber ihr seht es. Da, alles nur für den Türknauf. Ihr habt ihn jetzt gesehen, bewundert den Türknauf, liebt den Türknauf. Dafür habe ich mich gerade aufgeopfert und ein paar Nerven weniger. So, zurück. Zurück zu unserem Räumchen. Natürlich. So, kriegen wir uns jetzt ein Spiel oder muss ich wieder aggressiv werden? Es ist wahrscheinlich auch, weil ich den... Nee, es geht trotzdem. Okay. Also, nochmal Pflänzchen. Da würde ich nämlich da hinten an der Tür noch gerne eins hinstellen. Pflanzen kann man doch nie genug haben. So. Sehr gut. Und vielleicht, um die ganze Situation so ein bisschen aufzulockern, lasst mich mal schauen. Die müssten hierbei sein. Ein Körbchen. Ein Wäschekörbchen. Obwohl ich da überlege, es ist zwar immer schön mit dem Blau, aber hier, den Beige-Ton hole ich da jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Sonst haben wir es zu eintönig. Sonst ist das hier fast die Blau-Challenge, ne? Dass ich jeden Raum irgendwie nur in einer Farbe mache. Naja, so krass ist es dann ja auch nicht. Und dann vielleicht hier irgendwie, ich liebe ja diese Höckerchen, ne? Irgendwie nochmal so ein, dass man sich vielleicht mal kurz da hinsetzen möchte, um irgendwie was zu klären, ne? Ein bisschen was anzuprobieren oder mal irgendwie, ne? Was abzulegen. Und haben wir das in einem schönen Blau? Hier. Das kommt direkt vor das Bett. Habe ich auch mal sehr gerne. Ist ja auch nochmal Abstellfläche.
Das ist schon mal sehr putzig. Oh, da können wir auch eine neue Sache drauflegen. Wir haben ja jetzt dieses Notizbuch bekommen mit der neuen Schreiberling-Karriere, die mit dem Patch gekommen. Warum ist das denn jetzt hier so ein Gezicke, Leute? Das hatte ich doch mit den anderen Räumen nicht, dass das hier so zickt. So. Okay, habe ich doch eben schon dreimal gesehen. Mein Körbchen. Psst. Nicht sagen. Ich habe es nur dahingestellt. Ich gucke es mir nur an. Okay, ignoriert es einfach. Irgendwo war das hier eben. Ja natürlich, ich lege mir einen Autoreifen hier rein. Da hat Daniel schon was Geniales gesagt bei unserem Livestream zum Patch. Wäre dieser Reifen mal aufrecht gewesen, dann hätten wir ihn als Fake-Reifen für irgendwelche Wohnwagen und Autoprojekte, ne, wenn man irgendwie sowas bauen möchte. Ja, das stimmt, das wäre sehr genial gewesen, aber leider nein, leider gar nicht. Es ist mal wieder knapp da vorbei, ne? So, die Sachen hole ich mir auch schon mal. Ja, gut. Ich habe das Ding eben 5-mal gesehen, ich weiß aber nicht, wo es jetzt ist. Vielleicht ist es bei Sonstiges. Ich habe es doch eben irgendwo gesehen. Es ist doch echt, also manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel versteht mich, wenn ich aufnehme und will mich extra ärgern. Ja, dann ignoriere ich es jetzt auch. Ich suche es jetzt nicht mehr. So. Und ich will jetzt was anderes haben. Und zwar einen schönen Schminktisch. Der passt doch auch perfekt in dieses Zimmer. Auf jeden Fall. Und der kommt dann, glaube ich, auch. Ja, das haut so vom Platz hin. Da können wir hier nämlich das dann hinstellen. Aber ich überlege das nochmal so ein Stückchen weiter. Und den gibt es doch, ja, in so schön hell. Sehr schön. Ja. Und da können dann so ein paar Sachen hier drauf. Einmal da und einmal da. Das passt ja farblich sogar sehr gut. Ich gucke gerade mal. Machen wir ein bisschen heller mal. Aber die Farben sind schon mal sehr schön passend. Das ist schon mal sehr klasse. Und direkt mal nach einem schönen Stuhl gucken. Oder diesmal hier sogar ein bisschen mehr. Es darf mal luxuriöser sein und nicht, dass er ganz dran steht. Ich möchte es wirklich aus Dekogründen mal mehr so da halb vorstellen. Das finde ich einfach jetzt mal schöner, so ein kleiner wuchtiger. Da hinten in die Ecke kann irgendwie noch ein bisschen mehr Schnickschnack, meine Lieben. Auch wenn es nur die Kante da von der Tür ist. Aber da fehlt mir noch ein bisschen das Gedönse. Na, dann schauen wir nochmal hier rein. Ich weiß das ganz genau. Wenn mir da was fehlt, dann fehlt da was. So, einmal das. Dann fällt mir auch gerade auf, wir haben da noch gar nicht unsere Gardinchen hingehangen. Oh, sehr schön. Und noch ein bisschen vom Hashtag Grün. Was haben wir denn noch Feines? Die finde ich ja auch immer eigentlich so schön, irgendwo noch hinzustellen. Aber wir haben ja schon so viel hier überall. Mal gucken, ob ich da später noch ein Plätzchen für finde. Ist ja auch immer putzig, aber die passt hier farblich nicht so rein. Haben wir nichts, was so ein bisschen schlichter ist? Überzeugt mich jetzt leider alles gerade gar nicht. Nee. Nee. Warten wir noch ein bisschen. Okay, hier gucke ich jetzt nochmal, was wir hier noch haben. Das ist aber alles mehr so Sachen, die nicht in dieses Zimmer passen würden. Aber man weiß ja nie, was man noch so findet, ne? Haben wir schon oft genug gehabt. Und es fasziniert mich ja auch noch immer, wenn man irgendwas findet, was man bisher noch nicht kannte. Wo ist unser Leuchttürmchen? Oh, die sind eigentlich auch so genial, ne? Die Tierbilder. Die sind auch immer so schön. Okay. Nein. Ich halte mich da jetzt auch nur unnötig auf. Ich weiß ja ganz genau, was Amber ist. Was ich aber cool finden würde, und zwar, es ist einfach so, ich werde es jetzt so viel benutzen, bis ihr es nicht mehr sehen könnt. Aber mein weißes Regal, mein neues weißes Regal, ich liebe es abgöttisch, wird hier wieder einen Platz bekommen.
Und dieses Mal gibt es da noch ein Bildchen, was ich da drauf stelle. Da müsste eigentlich das eine aus der Blau-Kollektion gut hinpassen. Wartet mal ab, wo ist das gute Stück? Wo ist es? Knapp daran vorbei, ist auch daneben, ne? Ich bräuchte wie so ein Metalldetektor, wisst ihr? So, wenn ich da näher rankomme, so dip, 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 da ist es. Das wollte ich. So. Mal gucken, das gibt es ja in so verschiedenen Designs. Und da ist irgendwo eins so ein bisschen hier, dieses landschaftliche Bild. Das finde ich immer ganz putzig. Und was mir letztens durch Zufall aufgefallen ist, wenn man das Bild hier nimmt und den weißen Rahmen, kann man das hier so neu einrahmen. Wisst ihr, was ich meine? Dann hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das Bild aufgehellt wird. So, herrlich, herrlich. Und da möchte ich jetzt oben noch ein bisschen Schnickschnack. Schönen, schönen kleinen Schnickschnack. Aber ich glaube, da werde ich auch nur klassisch mit ein bisschen Kerzchen. Ja, sonst ist da, glaube ich, nichts so besonders. Obwohl, die könnte man noch überlegen. Ja, dass die da oben stehen. So. Wandert, wandert, wandert mal. Das ist auch schon mal eine gute Idee. Wir haben da auch irgendwo diesen Wandteppich, der könnte hier endlich mal reinpassen. Aus Dschungelabenteuer. Ich benutze den nicht oft, aber hatte der nicht auch so einen schönen Blauton dabei? War das nicht so, meine Lieben? Ihr sitzt jetzt schon nickend vor dem Bildschirm. Ah, da ist er doch. Da ist er doch. Mensch, wie dafür gemacht. Herrlich. Ja, jetzt müssen wir uns aber noch irgendwas Besonderes hier für unser Eckchen ausdenken. Und weil ich ja gerne immer schon mal was so reinragen lasse, ne? Was so ein bisschen hier ins Bild schon so, ja, nicht stört, aber so ein bisschen, ja, dieses Dreidimensionale hier reinbringt, könnte ich mir da schon vorstellen, was wir da gleich hinmachen. Ich sammle nun mal wieder noch ein bisschen Schnickschnack, wie es meine Art ist, den ich schon mal hier kurz raushole. Und dann gucken wir mal, ob wir das gleich alles hier so platzieren können. Ist auch mega blöd, zum Beispiel dieses Objekt, das es nur in einer Farbvariante gibt. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Und das vielleicht noch. Dann schauen wir mal unter den Ecksofas. Oder Sitzgelegenheiten. Ich finde die halt immer so schön, die wir jetzt für die Ecken haben. Was heißt jetzt? Haben wir schon ein bisschen länger, ne? Aber ich entdecke sie halt immer wieder neu für mich. Weil man muss sie ja nicht immer nur in diese passenden Ecken stellen. Man kann sie sich ja auch passend bauen. Das mache ich ja eh lieber. Was nicht passend ist, wird passend gemacht bei mir. So, und schaut mal, oh mein Gott, es ist passend zum Bett. Ja, Hunde und Katzen, Elternfreuden und was war das noch? Das ist noch ein drittes Pack. Harmonieren mega gut farblich miteinander. Das sind wirklich die drei Packs, wo die wirklich darauf geachtet haben, dass die alle zusammengehören. Ne? Und das haben wir nicht sehr oft in unserem Spiel. Es ist leider so, aber wir haben es wirklich leider nicht sehr oft. Und deswegen schaue ich jetzt gerade auch mal, ob ich das hier noch irgendwie so ein bisschen umgebastelt bekomme für die Ecke. Ja, ich glaube nämlich, lasst mich mal schauen. Bis hierhin können wir, glaube ich, anbauen. Ich möchte nämlich, dass da hinten dann die Nische weg ist, die wir ja sonst gar nicht so oft sehen. Aber wenn ich sie natürlich jetzt hier so explizit darstelle, ist es natürlich ein bisschen blöd, ne? Wenn die dann so, oh, das war der falsche Knopf. Ja. Herrlich. Also dieses Ding ist wirklich, und es ist wieder auch Elternfreunde, ne? Es ist wirklich das absolute Allrounder-Teil, was ihr auch oft in meinen DIY-Tipps seht. Ich verbaue das Ding total gerne, weil man mega viel damit machen kann. So, jetzt gucke ich mal, damit es nämlich auch nicht bei uns in den Flur ragt. Ja, das sollte hinhauen. Vielleicht kann ich das sogar noch ein bisschen, wartet mal. Das könnte sogar erstmal so hinhauen.
Das Einzige, was hier natürlich jetzt ist, ich verkleine die und wenn ich da jetzt was draufstellen will, haben wir natürlich ein bisschen das Problem, dass das dann da so reinragt. So. Nicht reinragt, also ist die falsche Höhe. Ihr werdet es gleich sehen. Aber ich muss das einmal jetzt fertig sehen, bevor ich dann den Rest anpasse. So, meine Güte. Okay, lass mich mal schauen. Ragt das dann zu weit rein? Es passt genau in die Ecke. Sehr schön. Dann ist das da auch ein bisschen verbaut. Es ist wieder hier, das Thema ist gleich. Noch eine kleine Sitznische. Und das Tolle daran ist, passt mal auf, weil dieses blöde Wäschen eh nie da oben einen Slot bekommt, immer zu groß ist, passt es dafür aber jetzt perfekt da oben hin. Sehr schön. Ja, so gelobe ich es mir. Dann gucken wir jetzt mal, da haben wir nämlich, das geht damit auch. Boah, ich habe mir genau die Teile genommen, die eh nie vom Slot einrasten. Das ist natürlich total gewollt gewesen. Also, das wusste ich von vornherein. Ja, hier mit dem Bötchen geht es nämlich nicht. Und das wird auch oben einrasten. Ja, war mir schon fast klar. Und die Vase auch. Aber eine Vase haben wir da ja jetzt eigentlich auch schon in der Ecke. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich da oben die Vase hinhaben möchte, wo ich die hier hingestellt habe. Ja, es ist so. Ich möchte sie dahin haben. Da ist ein Slot auf einmal aufgetaucht. Herrlich. Okay, dann machen wir das so. Oh mein Gott, es passt auf einmal alles wie perfekt zueinander. Es ist echt manchmal grandios. Okay, das könnte man hier noch so vorstellen, dass man die Bücher hier abgelegt hat. Dann könnte man hier das Tierbett ein bisschen nach vorne legen. Ich hätte ja so gerne ein richtiges Schlafkörbchen gehabt. Wie geht es euch da? Ich finde so Tierkörbchen eigentlich immer viel schöner, weil die auch so dreidimensionaler sind. Und man hätte ja trotzdem auch ein großes und ein kleines machen können, damit die Einstiegspunkte für die Tiere besser passen. Ne? Also das wäre ja jetzt doch machbar gewesen, oder? Und aber wir haben ja nur unsere platten Bettchen da. Ist leider so, das wäre auch für den Flur geil, oder? Dieses Eckwäschen hier. Muss ich jetzt einmal kurz mir dahin platzieren, damit ich später vielleicht nicht vergesse. Das haben wir da bestimmt auch da, so in hell. Oder so sogar. Da ist Potenzial. Okay, nicht ablenken lassen. Fokus, Tanja, Fokus. Also, schauen wir mal ein bisschen weiter. Noch ein Pflänzchen ins Eckchen hier. So. Und vielleicht irgendwie noch was Kleines für auf dem Boden. Noch eine Kleinigkeit. Irgendwie noch was Schönes. Ich gucke nochmal hier drunter. Oh, wo sind denn diese orientalischen Kisten? Wo sind die Kisten? Eine Vase haben wir eigentlich schon mehrmals unten auch verbaut. Okay. Jetzt reicht es mir hier so. Pass mal auf, Spiel. Nicht so mit mir. Okay. Großstadtleben. Ich weiß nämlich, dass... das Pferd müsste eigentlich auch... Ich sehe immer so einzelne Sachen, die mich dann irgendwie... Das Pferd, lass mich mal kurz gucken. Ja, der Kollege rastet da auch nicht ein. Weil der nämlich da auch nicht für gemacht ist. Ist nämlich auch zu groß. Können wir das Pferdchen hier noch irgendwie draufstellen? Stellen wir das hier so hin? So. Gibt es das auch noch in einer anderen Farbe? Ich flippe aus. Es gibt es in Blau. Aber das nervt mich jetzt ein bisschen. Das hätte ich jetzt lieber, ja, so. Damit das ein bisschen wieder von der Farbe anders ist. Und jetzt hätte ich gerne noch diese orientalischen Dosen. Wisst ihr? Hier sind sie. Ja. Die möchte ich jetzt hier noch hinstellen, damit es wirklich einfach so ein bisschen mehr danach aussieht, dass ja hier eigentlich eine Wand ist, ne? So. Genau. Ja. Perfekt. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen hier Gedönse für die Wand draußen, ne? Da hängt noch nicht wirklich was. Passt da nicht irgendwie was farblich hiervon? Gucken wir mal, ob wir da was, vielleicht mal nach Blau doch gehen, dass wir wenigstens den Ton drin haben.
Denn manchmal, warum werden mir jetzt Strange-Level-Sachen neu angezeigt? Ja, Spiel, das weißt du auch selber nicht, glaube ich. Mal nicht ausrasten hier, Spiel, ganz ruhig. Contenance, Contenance. Ich weiß, dass wir nämlich irgendwo noch schöne Sachen haben. Sowas zum Beispiel. Das wäre eine Idee. Und was Plastischeres wäre eigentlich schön, die Orchideenvase, die ich auch schon im Badezimmer platzieren wollte. Dann habe ich das andere mit dem Bambus platziert, weil ich es nicht gefunden habe. Hier ist es, ja. So, ein bisschen höher. Und ein bisschen nach da, ja. Und weil das unten wieder so gut geklappt hat, werden wir uns hier auch schön den Heizkörper hochholen. So, meine Lieben. Denn das muss sein. Ups. Upsala. Upsi-daisy. Ich fand auch einen Kommentar so lustig. Da hat jemand geschrieben so, nee, also so fliegende Objekte geht noch nicht. Wir haben noch kein Supernatural. Ja, so ist es. Wir müssen noch ein bisschen auf die Magie verzichten. Ich hoffe nicht mehr lang. Ganz ehrlich. Oh, da wäre auch genial, wenn ich die vielleicht die Heizkörper so hier, ne? Weil das wäre ja auch wieder schön realistisch. Obwohl, da hinten sehen die auch schön aus. Uiuiui, bevor ich anfange, noch der hier direkt zu dekorieren. ja, also das wäre auf jeden Fall nochmal eine Idee. Ich suche jetzt, also, und wenn sich diese Folge um 85 Jahre verschiebt. Oh, ich sehe gerade noch was anderes. Ich suche jetzt noch diesen neuen Schreibblock da, dieses Büchlein. Ich meine, ich könnte wenigstens, pass mal auf, das ist ja unter Basisspiel. Weil das ja ist ja kostenlos mit dem Pack gekommen. Hier ist nämlich der neue Stift. Hier ist es doch. Sich vor mir versteckt hat sich das. Das war vorsätzlich, ich sage es euch. Vorsätzlich. Vorsätzlich versteckt. So. Ja. Das kommt noch hierher. Das ist schon mal sehr schön. So. Vielleicht das noch ein bisschen hier rüber. Ja, das war mir ein bisschen zu sehr gequetscht. So, könnte sogar noch ein Ticken. Ja, so ist schöner. Und dann müsste aber auch das Stühlchen noch ein bisschen hierher. Ja, wir nähern uns dem Ziel, meine Lieben. Ach mein Gott, das geht auch schon wieder alles so schnell rum. Das ist ja jetzt schon wieder, wir sind ja gleich bald schon im Dachboden, aber wir müssen ja draußen noch so viel machen, ne? Also da fand ich auch schön, dass ihr die Idee mit den Puppen so unterstützt, dass wir die wirklich so davor stellen, dass das unsere Spielpuppen sind. Auch wenn es dann vielleicht größentechnisch jetzt nicht so realistisch wird, ihr wisst schon, was ich meine. Aber, könnte gut hinhauen. So. Ja, mal gucken. Ein bisschen schräger hinlegen. Ja. Ja. Das muntert das alles nochmal ein bisschen auf. Also ich habe jetzt hier neue mit alten Teilen kombiniert. Finde ich aber so ganz putzig. Finde ich ganz putzig. Ich bin zwar minimal so ein bisschen auf Schnickschnack-Entzug, aber es wird ja die besagte Schnickschnack-Folge definitiv noch geben. Und passt mal auf, ich habe gelernt. Passt auf, ich mache jetzt Debug-Menü. Und wenn das dann geladen hat, dann suche ich jetzt nicht 85 Jahre, weil ich weiß, wenn ich zur Kosmetik möchte, gebe ich ein, passt auf, Rouge-Dose und et voilà, tada, wir sind direkt da, wo ich hin will. Ist das nicht grandios? Ich kann auch dazu lernen. Es passiert nicht sehr oft, gewöhnt euch nicht dran. Aber immerhin. Okay, der hat ja richtig bescheidene Slots, der Tisch, wie ich gerade merke. Aber wir können ein paar Sachen unterbringen. Also es ist, okay, der Rest ist natürlich hier gerade bescheiden. Oh. Pass mal, ich muss mal gucken, wie viele Slots da sind. Noch 85 andere. Ja, und der legt die jetzt immer übereinander. Das bringt mir leider nichts. Dann muss ich hier mal kurz zaubern. Lasst mich mal schauen. Dann machen wir das vielleicht ein bisschen anders. Kann ich das ja, so dahinstellen? Dann, obwohl ich das immer schöner finde. Nee, nein,
Das wäre jetzt vereinfacher, aber ist nicht schöner. Passt auf. Oh nein. Nein, 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 jetzt geht's wieder los. Achtung, wartet. Okay. Boah, der rastet hier überall an diesen blöden Stellen ein. Versuchen wir unser Glück. Und jetzt bleibt er noch nicht mal oben. Das ist da jetzt ein schlechter Witz, oder? Warum macht er das denn nicht wie immer? Oh, nee. Also der Tisch, der bringt mich jetzt gerade ein bisschen hier zur Verzweiflung. Da muss ich ein bisschen anders handeln, weil der auch noch nicht was auf der richtigen Höhe hier alles hinsetzt. Und die Slots sind da echt ein bisschen komisch. Naja, aber immerhin habe ich die Sachen schon mal hier beisammen gehabt. Und das können wir vielleicht noch anders hinlegen. Ja, noch so gerade. Und ich hoffe jetzt für die letzten Kleinigkeiten. Ja. Das sieht schon mal besser aus. Da will ich nämlich wirklich nur so ein kleines Exemplar mir hinstellen. Auf die Kante. Ah, gehen wir mal ein bisschen von der Farbe weg, obwohl das mit dem Blau... Nein, wir müssen es machen. Ich kann nicht anders. Und noch gucken, was wir hier nochmal haben. Vielleicht so ein paar Liebesbriefe. Das ist doch auch ganz süß, oder? So vom eigenen Ehemann oder so. Oder aus vergangenen Jahren. Ja. Ja, Leute. Ich bin, glaube ich, absolut glücklich. Wir haben hier wieder viel rausgeholt, süße kleine Ecken geschafft, hier und da Schnickschnack hingelegt. Und wie gesagt, wenn euch noch irgendwelche wichtigen Schnickschnack-Sachen fehlen, kann ich ja alle später noch platzieren in der Schnickschnack-Folge, wie gesagt. Der Tisch ist ein bisschen schwierig, weil wirklich die Höhenunterschiede da so ein bisschen rumzicken. Aber das kennen wir ja alle schon. Ich habe hier doppeltes Körbchenglück in diesem Raum. Das möchte ich nochmal kurz erwähnen. Ich stehe da auch total zu. Und wie gesagt, ein paar kleine Informationen von euch wären klasse. Wie sollen wir das hier mit den Gardinchen machen? Sollen wir das doch alle 4 Zimmer hier gleich anpassen? Oder ist egal, wenn das so ein bisschen durcheinander ist? All diese Infos und mehr lese ich dann wieder in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns schon bald mit einer nächsten Folge wieder, in der es vielleicht mit dem Flur oder auch oben schon weitergeht. Wer weiß, wer weiß. Ich freue mich auf euch. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.